Ja, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt kein ganz dankbarer Slot so am Ende. Deswegen habe ich gedacht, dass ich euch vor allen Dingen Bildchen zeige. Das macht es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Ich werde auch keine 1000 Zahlen vor euch ausbreiten. Vertiefte wissenschaftliche Studien, derer hat das Öko-Institut sehr viele. Viele von denen kennt ihr sicherlich auch oder habt sogar daran mitgewirkt. Das, was ich jetzt versuchen möchte, ist eher, sagen wir mal, eine grundsätzlichere Befassung mit dem aktuellen Zusammenhängen, vor denen wir ja stehen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir als Öko-Institut dort mit Unterstützung auch der DBU ein Projekt durchgeführt haben, was gerade im Abschluss ist, wo es darum geht, die Überlegungen und den öffentlichen Diskurs zu begleiten mit eigenen Impulsen in Richtung eines nachhaltigen Konjunkturpakets als eines Weges oder eines Mittels zum Weg raus aus der Krise. Ich werde euch also jetzt 21 Folien zeigen mit 21 Bildern und 21 Gedanken zum Wechselspiel der zweiten großen Krise dieses ja noch jungen 21. Jahrhunderts mit der Nachhaltigkeitstransformation. Jetzt hoffe ich, dass ich hier die richtigen... Da. Die Krise, würde ich sagen, eröffnet durchaus eine ganze Reihe von Chancen, weil sie uns nämlich Perspektiven eröffnet. Wenn man sich den Gang anguckt und sich mal vorstellt, dass links das Ding zu wäre, dann ist das, wie wir oft im Politischen unterwegs sind. Wir laufen einen langen Gang lang, da sind keine wirklichen Abzweigungen. Ich weiß nicht, wann die nächste Abzweigung auftaucht, die realistischerweise genommen werden kann. Alle sind in ihren klassischen Gräben, haben ihre klassischen Argumente und es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Policy Windows. Jetzt sind wir mit der Krise, wie bei vielen Krisen, in der Situation, wo sich plötzlich Perspektiven öffnen. Und das ist erstmal was Positives, weil dadurch schneller was passieren kann. Eine Perspektive, die sich geöffnet hat, ist, dass wir für die Erlebniswelt von uns allen, die wir hier leben, eigentlich die erste globale Wirtschaftskrise haben, die nicht aus der Wirtschaft heraus oder aus einem sicherheitspolitischen Problem heraus kreiert wurde, sondern, wenn sich das bestätigen sollte, was im Moment die Analyse ist, von einer Fledermaus, von einer Zoonose. Das heißt, von etwas, was nicht nur außerhalb des Wirtschaftssystems kommt, sondern sogar aus der Umwelt heraus und dazu geführt hat, dass wir da sind wirtschaftlich, wo wir im Moment sind. Damit ist es auch keine Ausnahme, weil in den letzten 20 Jahren diverse Epidemien von Zoonosen ausgehen und das die Perspektive eröffnet, wenn man das denn vom Framing her so nutzen will, deutlich zu machen, erstens, die Wirtschaft ist nicht nur von der Wirtschaft und stabiler Sicherheitslage abhängig, sondern auch von Umwelteinflüssen und zweitens, wenn man es konkreter nimmt, auch bei der Tierhaltung, wir eigentlich schon seit Jahren mit der Verwendung von Reserveantibiotika in der Massentierhaltung systematisch uns die nächste derartige Krise oder Epi oder Pandemie selbst kreieren könnten. Das bietet die Chance, den Blick darauf zu wenden und vielleicht mehr in den Diskurs reinzukommen mit der Message, dass wir da auf die Umwelt achten müssen. Wir haben außerdem gesehen, dass plötzlich es eine Perspektivenöffnung gibt durch die Kombination von uns altbekannten Prinzipien, die wir immer schon einfordern, mit einem neuen Sektor und plötzlich werden sie anerkannt und akzeptiert. Das ist zum einen die wissenschaftsbasierte Politikentwicklung. Wünschen wir uns ständig bei Klima und woanders, ist aber relativ schwierig. Bei der Corona-Pandemie war das sehr weit akzeptiert und das ist was, wo wir gucken sollten, können wir das nicht rüber retten. Zweitens wurde mit der Lastgrenze vom Gesundheitssystem auch ein Konzept in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, viel mehr verstanden jetzt, was wir im Nachhaltigkeitsdiskurs schon lange haben. Die Lastgrenzen von Ökosystemen, ja, sei es als Senken oder in welcher Form auch immer. Auch die Zeitverzögerung, die wir in vielen ökologischen Fragen haben, wurde plötzlich anerkannt. Okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, dann muss ich erst mal ein paar Wochen warten, um zu sehen, ob die überhaupt Auswirkungen hat. Die Vorsorge ist besser als die Nachsorge, auch für uns überhaupt nichts Neues, wird aber im Gesundheitskontext stärker jetzt verinnerlicht, als das auch selbst im Gesundheitskontext vorher anerkannt war, wo wir immer noch ein sehr nachsorgeorientiertes Gesundheitssystem haben. Dass Kosteneffizienz nicht alles ist, ist auch verinnerlicht. Wir denken an die Diskussion um die Lieferketten, wo gesagt wird, unsere Daseinsvorsorge ist so wertvoll, da sollten wir vielleicht aufpassen, dass wir nicht einfach immer nur nach dem Billigsten gucken und dann Lieferketten haben, die nicht krisenresilient sind. Es braucht auch Ordnungsrecht. Wir wünschen uns das für den Nachhaltigkeitsdiskurs definitiv nicht so, wie das jetzt in der Corona-Pandemie nötig war oder gemacht wurde. Trotzdem ist es doch interessant, dass es da eine sehr breite Akzeptanz gab, dass wir das nicht zum Beispiel über Preisinstrumente regeln, wie nah ich jemandem kommen darf oder wie wir die Pandemie bekämpfen, sondern dass da Ordnungsrecht ganz klar akzeptiert wurde. Wir wissen, dass wir das in vielen Bereichen auch der Nachhaltigkeitstransformation brauchen werden, dass wir auch einfach Ordnungsrecht setzen. Und
die Neuerkennung des Lokalen, dass das seinen Wert hat und nicht nur seinen Preis. Öko-Lebensmittel, regionale Lebensmittel wurden mehr gekauft. Die Lieferkettendiskussion, die ich vorhin anschnitt, hat auch an Bedeutung gewonnen. Wenn man sich das anguckt, in der Summe ist das potenziell was sehr Mutigendes, wenn es uns gelingt, das für den Nachhaltigkeitsdiskurs in Wert zu setzen, weil es jetzt schon einmal gelernt wurde. Wir haben auch andere Lernerfahrungen. Auch das ist eine Perspektivenöffnung durch die Krise, die vorteilhaft ist. Nämlich, dass wir ungenutzte Kapazitäten jetzt mal anders nutzen können und erleben können. Die berühmten Pop-up-Bike-Lanes, die plötzlich entstehen auf Hauptverkehrsadern oder dass Spielstraßen eingerichtet werden. Wozu führt das? Das führt dazu, dass wenn gleichzeitig Leute mehr auf den Individualverkehr setzen und zum Glück nicht nur auf den motorisierten, sondern auch mal das Rad nehmen und dann erleben, wie positiv es sein kann, auf nicht vollen Straßen, in eigenen Radverkehrswegen, auf Hauptverkehrsstraßen schnell unterwegs zu sein, dann hat das den Vorteil, dass wir damit eine Erlebniswelt schaffen, die, wenn die Pop-up-Bike-Lanes irgendwie wieder zurückgenommen werden müssen, hoffentlich und wahrscheinlich eine größere Lobby kreieren, dafür das nicht zurückzunehmen, weil es immer schwieriger ist, jemandem was wegzunehmen, als jemandem was für die Zukunft zu versprechen. Und damit bietet so eine Maßnahme auch die Möglichkeit, dass wir dieses Erleben dessen, wie die Zukunft nachhaltig aussehen könnte, jetzt in einer Breite schaffen, wie wir das sonst immer über Pilotprojekte und Piloten mit schwierigen Rahmenbedingungen, das überhaupt durchzusetzen, versucht haben hinzukriegen. Da gibt es auch noch andere Arten, wie man die ungenutzten Kapazitäten nutzen kann. Die Gewerkschaften hatten ja zum Beispiel vorgeschlagen, dass man das Kurzarbeitergeld systematisch mit Weiterbildungsangeboten kombiniert, nach dem Motto, wenn die Leute eh nichts zu tun haben, dann lasst uns sie doch gleich ausbilden für zukunftsfähige Jobs, die wir ja auch brauchen. Wir alle, und das haben wir auch in diesem Projekt gemerkt, haben in vielen Bereichen, in denen wir eigentlich vorankommen müssen für die Nachhaltigkeitstransformation, gar nicht die entsprechenden Fachkräfte. Da könnte man diese Kapazitäten in der Übergangszeit auch intelligenter nutzen. Wir haben eine weitere Perspektivöffnung durch die Zwangspause. Wir sind mal alle aus dem Hamsterrad rausgekommen. Wir konnten plötzlich keine Dienstreisen mehr machen. Haben auch festgestellt, sind vielleicht auch gar nicht alle nötig. Kann man auch viel weniger machen. Das ist auch schön, das nicht nur von uns zu hören, sondern vor allen Dingen aus der Industrie und aus der Wirtschaft, die entdeckt, das ist erstens viel, viel billiger, wenn die Leute nicht durch die Gegend fahren. Zweitens finden die das auch zunehmend besser, weil je jünger die Leute sind, desto mehr haben die Work-Life-Balance-Probleme, wenn sie ständig auf Dienstreise sind. Das heißt, ich habe zufriedenere Arbeitnehmer, ich spare Geld und für die Umwelt kann ich es auch noch verkaufen und klebe ein grünes Label drauf. Das heißt, das ist eine Erfahrung durch dieses Innehalten, die wir machen konnten. Das Gleiche bezieht sich auch auf private Verkehrszeit. Wenn ich in Berlin Freunde besuchen will, die im anderen Stadtteil wohnen, dann bin ich schnell eine Dreiviertelstunde unterwegs. Auch wenn das mit dem Fahrrad ist, ist es letztendlich Zeit, die auch weg ist. Viele haben angefangen, private Skypen mit einem Bierchen oder einem Weinchen zu machen. Solche Sachen, auch das wird, glaube ich, dazu führen, dass wir eine Möglichkeit haben, in Frage zu stellen, ob wir so schnell und so mobil immer unterwegs sein müssen. Es gibt weitere Beispiele, Homeoffice, wo viele Unternehmen gesagt haben, das ist unmöglich. Wer weiß, ob die Leute arbeiten, jetzt sehr positive Erfahrungen machen, was auch wieder die Möglichkeit bietet, den Büroplatz in einer Stadt zu reduzieren, weil wir gar nicht mehr so viel brauchen. Also da sind eine ganze Menge von Möglichkeiten. Und auch beim Konsum, ich habe es angerissen mit Öko und Regional, im Bereich der Mode fand ich sehr spannend von einer Produktentwicklerin, also die für das sozusagen Produktportfolio zuständig ist, von einem großen deutschen Kleidungshersteller zu hören, die sagte, die schnelle Mode ist mit der Krise tot, weil das nicht krisenresilient ist. Wir gehen und wir werden gehen und mehr gehen auf nachhaltigere, längerfristig wirkende Mode, die länger hält. Wir müssen auf den Nachhaltigkeitsmarkt einschwingen. Und das ist keiner von den Konzerten, von denen man das vermuten würde. Wir haben einen weiteren Perspektivwechsel, den ich auch positiv finde für die nachhaltige Entwicklung, gar nicht so sehr vielleicht nur für die ökologische Säule, aber für die soziale, dass wir eine neue Wertschätzung haben für vorher noch nicht als systemrelevant erkannte Berufe. Da geht es um die Pflegerin, da geht es um die Erzieherin, um die Lehrerin, da geht es um auch die Lkw-Fahrerin und um die, die mit der Grundgüterversorgung zu tun haben in den Supermärkten. Bleibt zu warten, wie sehr sich das verstetigen lässt. Wünschenswert ist es auf jeden Fall und auch das hilft nochmal, dass wir auf das, wie wir leben, anders drauf gucken. Und wir haben eine Perspektivöffnung für mehr Aufmerksamkeit auf diejenigen, die die Folgen der Krisenbewältigung schultern müssen, konkret die Schulden. Das werden wir nur noch teilweise sein, aber ganz wesentlich natürlich die jüngeren Leute. Und damit ist in diesem Diskurs zum Konjunkturpaket auch sehr deutlich geworden, und das ist anders gewesen nach meiner Erinnerung in der Finanzkrise, und hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass dieser Diskurs sich schon mit den Fridays for Future verschoben hat, dass gesagt wird, was lastet ihr uns als nächster Generation auf, dass ein Konjunkturpaket auch der nächsten Generation was bringen muss und nicht wir
kurzfristig ökonomischen Impuls, der nicht nachhaltig ist in ökologischer Sicht, auf den Schultern unserer Kinder, die dann die Schulden abbezahlen können, machen können. Das ist normativ sicherlich richtig, aber es ist schön, dass es hier auch politikwirksam wurde. Wir haben auch durch diesen verschobenen Diskurs, und das haben wir auch bei der Politik gemerkt, einen Fokus gehabt darauf, dass das Ganze nachhaltig sein muss, was die Kanzlerin gesagt hat, was von der EU-Kommissionspräsidentin kam. Und wir haben auch in diesem Diskurs über das Konjunkturpaket Aspekte gehört, die vorher noch nicht so verbreitet waren, die eher in der Fachöffentlichkeit, glaube ich, bekannt waren, aber jetzt in die allgemeine Öffentlichkeit rübergeschwappt sind, zum Beispiel zum Thema E-Mobilität, dass es eigentlich keine Frage mehr ist, dass das, wie es zitiert wurde von der Hildegard Müller als Verbandschefin, das Spiel der Zukunft ist. Auch das wäre ein Satz, der da vor 3 Jahren in Deutschland noch undenkbar gewesen wäre. Wie war denn das beim letzten Mal Konjunkturpaket? Finanzkrise 2008, 2009, auch damals gab es Konjunkturpakete, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Die haben wir uns im Rahmen dieses Projektes, den Teil vor allen Dingen an Katja Schumacher, auch angeguckt. Und da ist schon deutlich, dass auch dieses Mal wir schon einiges anders machen als beim letzten Mal. Die Frage ist nur, ist das genug? Schon damals galten die typischen 3 Ts von Konjunkturprogrammen. Die Maßnahmen müssen timely, targeted und temporary sein. Das, was dieses Mal im Diskurs dazu kam, ist, sie müssen transformative sein, was dann sogar der Finanzminister sagte. Und jetzt sagen wir, das ist schick, das ist gut, transformativ sollen sie sein, das heißt in die Zukunft gerichtet. Wir würden natürlich als Öko-Institut sagen, aber nicht zieloffen in die Zukunft gerichtet, transformativ in irgendeine Richtung, sondern natürlich nachhaltig. Im Sinne von ökologisch, dass sie den richtigen Technologiewandel in eine nachhaltige Richtung befördern, der die Einhaltung der planetaren Grenzen ermöglicht, dass sie sozial transformativ sind, dass wir, wo wir können, soziale Ungleichheiten abbauen können und vor allen Dingen auch nicht die Kosten nicht nur auf den Schultern der Kinder, sondern auch nicht auf den Schultern aller Steuerzahlerinnen ausgedacht werden, sondern dass auch die, die profitieren, Unternehmen wieder was zurückzahlen müssen und die Refinanzierung mitfinanzieren, wie das 2008/2009 in den USA auch durchaus sehr gut funktioniert hat. Und ökonomisch, dass wir natürlich keine Strohfeuer wollen. Wenn man sich das anguckt, 2008/2009, dann hat das mit dem ökonomischen, mit den Strohfeuern bekannte Diskussion Abwrackprämie nicht funktioniert, weder in Deutschland, Frankreich noch den USA, wo es überall durchgeführt wurde. Klimaschutz und Nachhaltigkeit war damals auch noch kein Thema in der Form, in dem öffentlichen Diskurs zum Konjunkturpaket wie heutzutage. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten Konjunkturpakete von damals eher eine schlechte Performance in Sachen Umweltschutz vorzuweisen haben. Abwrackprämie hatte ich schon erwähnt. Auch hinsichtlich der großen Gelder für Infrastrukturmaßnahmen war nur sehr wenig ökologisch ausgerichtet in Deutschland und Frankreich. Ein bisschen positiver war es in Südkorea und in den USA. Südkorea hatte das ja als Green New Deal verkauft. Das hat aber auch nur bedingt funktioniert und das ist auch eine wichtige Lektion für die Zukunft, weil man zwar viel investiert hat, auch in grüne Technologien, aber die Rahmenbedingungen nicht stimmten und die somit sozusagen sich nicht realisiert haben, die Investitionen, oder dann nachher nicht die Effekte gebracht haben. Wenn ich also die politischen Rahmenbedingungen von Preissignalen und Ähnlichem nicht in förderlicher Form hat, dann bringt es auch nichts, dass ich Gelder zur Verfügung stelle. Bei den USA ist ein positives Beispiel, was glaube ich auch gerade für Deutschland mal eine wichtige Nachricht enthält, die Förderung der Elektromobilität. Dort wurde damals ein Programm aufgelegt, wo entlang der ganzen Wertschöpfungskette bewusst gezielt der Elektromobilität ein Schub verliehen werden sollte. Da ist unter anderem die Tesla-Fabrik daraus hervorgegangen, sicherlich ein Begriff. Jetzt hat das nicht in den USA zur Verkehrswende geführt, aber wenigstens dazu, einen jetzt globalen Player in der Mobilitätswirtschaft zu unterstützen, den wir in Deutschland in der Form, würde ich mal sagen, soweit noch nicht haben. Und das auch, weil wir mit Themen wie der Abwrackprämie eben nicht die schumpeterische, kreative und produktive Zerstörung mitgefördert haben im Strukturwandel, sondern eher so lange wie möglich versucht haben, festzuhalten an einem Ansatz, der schon damals nicht zukunftsweisend war. Wenn wir uns das angucken, dann lernen wir also, wir müssen bei Konjunkturpaketen mutig sein, auf die richtigen Entscheidungen setzen, aber auch die Rahmenbedingungen liefern. Haben wir das jetzt für dieses Konjunkturpaket gelernt? Ist also das Glas bei dem aktuellen Konjunkturpaket halb voll oder halb leer? Wichtig dabei ist, als wir uns das angeguckt haben, auch mit dem Projekt, und die University of Oxford hat da auch eine schöne Grafik zu gemacht, dann ist es schon leider so, dass es nicht viele Maßnahmen gibt, die von signifikanter Größe sind, die kurzfristig ökonomisch in der vollen Breite auch für die direkt Betroffenen und sozial Benachteiligten wirken und in eine ökologische Richtung gehen und am besten auch noch die Resilienz fördern. Das ist auch irgendwie logisch, wenn man so viele Ziele auf den Tisch haut, dass das nicht für alle funktioniert. Trotzdem hatten wir in dem Projekt versucht, das anzugehen.
Wichtig ist aber auch, dass man in so einem Konjunkturprogramm jenseits dieser Kurzfristigkeit längerfristig denkt. Das wurde im Konjunkturprogramm mit dem Teil Zukunftspaket gemacht. Das ist sicherlich sehr positiv zu bewerten. Und je länger man nach vorne denkt, desto klarer bedingen sich natürlich auch diese Ziele, damit sie erreicht werden können. Und desto eher ist es dann auch einfach, Maßnahmen zu finden, die auf alles einzahlen. Das aktuelle Konjunkturpaket hat eine ganze Reihe von Maßnahmen, die kurzfristig wirken, die aber keine Zielrichtung in Richtung Ökologie haben. Die Mehrwertsteuersenkung, der Kinderbonus, der kommunale Solidarpakt, das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, je nachdem, was die Leute mit dem Ersparten machen oder mit dem Geld, was sie jetzt kriegen. Das ist soweit okay, aber da kann es natürlich nicht stehen bleiben. Deswegen ist es positiv, wie gesagt, dass das Konjunkturpaket diesen Zukunftspakt enthält. Etwas, was auch am Anfang, glaube ich, gar nicht viele erwartet hatten, dass das kommen würde, was einen Überraschungseffekt hatte. Und die Themen, die dort drin angegangen sind, sind sicherlich auch die richtigen. Da geht es um Klimaschutz in den Bereichen Mobilität, Energie, Wasserstoff, erneuerbare Energien und Gebäude. Da geht es um Digitalisierung und um Gesundheit. Alles sicherlich die richtigen Zukunftsthemen. Was auffällt und fehlt, ist natürlich die Agrarwende und die Landwirtschaft, wenn man wirklich ein Zukunftspaket schnüren will. Und es ist natürlich der ganze Bereich Rohstoff-Ressourcenwende, Hinwendung zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Da findet man im Konjunkturpaket so gut wie nichts. In vielen der Maßnahmen, wir haben uns das mal angeguckt nach unserer ersten schnellen Analyse, ist es ungefähr ein Drittel aller Maßnahmen, ist die Umweltwirkung zudem sehr, sehr stark davon abhängig, wie sie ausgestaltet werden. Damit meine ich jetzt nicht die Mehrwertsteuer, da hängt es von ab, wie die Leute das nutzen, sondern ich meine, wie die Maßnahmen ausgestaltet werden. Was zum Beispiel im Bereich Waldumbau dort steht, ist nicht klar definiert, das kann positiv sein oder negativ. Was im Bereich des Vorziehens von öffentlichen Investitionen drinsteht, hängt ganz davon ab, welche öffentlichen Investitionen vorgezogen werden. Was drinsteht im Bereich der Beschleunigung von Planungs- und Umsetzungsprozessen, ist für eine Nachhaltigkeitstransformation sicherlich wichtig, dass wir schneller nachhaltige Infrastruktur in Bewegung kriegen und in Umsetzung. Gleichzeitig kann man es auch so ausgestalten, dass man Beteiligungs- und Klagerechte von Umweltinteressenvertretern kaputt macht und dann ist das Ganze natürlich nicht nachhaltig. Das heißt, es wird sehr davon abhängen, wie die Umsetzung im Detail läuft von diesem Konjunkturpaket. Wichtig ist auch, das war jetzt ein großes Konjunkturpaket, aber letztendlich ist die wirtschaftliche Erholung ein Prozess. Was wir gemacht haben, ist einmal einen Schluck Wasser ins Glas gekippt zu haben oder einen Stein in den See geworfen zu haben. Wenn man sich das Bild anguckt, wie komplex die Wirkung von so einem Stein ins Wasser oder einem Wasserschluck ins Wasserglas kippen ist, dann ist klar, das werden wir nicht alles vorhersehen können, was damit bewirkt wird. Das heißt, es wird wichtig sein, das auszuwerten, es wird wahrscheinlich auch nötig sein, nachzuschärfen und deshalb sollte man sich sicherlich darauf vorbereiten, dass wir auch noch weitere Konjunkturpakete oder Maßnahmen brauchen oder die Getroffenen anpassen müssen. Außerdem ist Covid-19 nicht vorbei. Man sieht, dass das eine volatile Situation bleibt in der Welt, dass Absatzmärkte oder Lieferketten weiter beeinträchtigt werden können, und zwar nicht vorhersehbar, und dass man dementsprechend auch da noch einen längeren Atem haben sollte. Wichtig ist bei dieser Sache auch, wenn wir jetzt dieses Konjunkturpaket gestrickt haben, dass wir beim Sparen uns nicht krank sparen und an der falschen Stelle sparen, sondern dass wir Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen auch in Zukunft tätigen und die Gegenfinanzierung eher über den Abbau umweltschädlicher Subventionen fahren. Was brauchen wir also jetzt für den Weg nach vorne? Wir brauchen noch mehr Mut, gerade in Deutschland, zu Technologieentscheidungen und Pfadentscheidungen, die Weichenstellungen richtig zu setzen, damit wir vorankommen. Da können wir nicht ewig technologieoffen sein, was so ein typisch deutsches Paradewort ordnungspolitischer Art ist, sondern irgendwann ist die Technologie klar und dann muss man sich auf den Weg begeben. Dabei sollte man allerdings immer, weil eine Entscheidung für etwas auch immer eine Entscheidung gegen etwas ist, aufpassen, dass man nicht blind wird. Insofern ist ein Blick in die andere Richtung auch hilfreich, parallel zu schauen, was noch zu bedenken ist, wo wir uns noch besser aufstellen müssen und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Wenn wir uns die Zukunft angucken, dann hätte aus der Vergangenheit gesehen niemand die Covid-19-Pandemie erwartet für diese Zeit. Es hätte niemand erwartet, was sie für Auswirkungen hat. Und es zeigt uns eindrucksvoll, und da hatte ich auch mit angefangen mit der Fledermaus, dass wir uns besser darauf vorbereiten, dass es alle möglichen Arten von Krisen geben kann mit entsprechenden Wirkungen. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir mehr als in der Vergangenheit auch an Resilienz denken. Und das heißt auch, dass wir ganz unterschiedliche Krisentypen in Augenschein nehmen müssen. Und ich glaube, auch wir als Öko-Institut nicht nur die Klimakrise, sondern auch an ganz andere Krisen denken sollten, die aus dem Technologischen kommen, die aus sicherheitspolitischen Gründen her entstehen, aus politischen oder demokratietheoretischen, aus sozialen
oder auch natürlich aus ökonomischen Gründen, weil die Kraft von so einer Krise, das sehen wir jetzt, entscheidend ist dafür, was auch mit der Nachhaltigkeit passiert. Wenn wir sagen, und das ist mir nochmal ein wichtiger Punkt, wir müssen auch gucken, neben diesen wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft, wo wir hin müssen mit den Technologien, dass wir grundsätzlich resilienter aufgestellt sein müssen. Ein anderes Schlagwort, was in dieser Krise sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde. Dann wird erstmal deutlich, dass die systemrelevanten Bereiche immer andere sind. Bei der Finanzkrise waren es die Banken, jetzt sind es die Verkäuferinnen, die Krankenschwestern, die Erzieher, die Lkw-Fahrer. Insofern ist die Frage, je nachdem, bei welcher Tür ich hier bin, was sind denn dann die Systemrelevanten beim nächsten Mal? Das wird nicht so einfach vorhersagbar sein. Deswegen gilt es, nicht einzelne Gruppen nur zu stärken, sondern wir müssen bei der Resilienz das Gesamtsystem stärken. Und da will ich drei Punkte hervorheben, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier beim Öko-Institut sind und diese drei Punkte nach meinem Dafürhalten für uns eine besondere Relevanz haben und auch teilweise in unserem Satzungszweck mit Auftrag für uns sein sollten. Das eine ist, wir müssen nicht nur der Wirtschaft auf die Beine stellen, sondern wir müssen eigentlich viel stärker, als das im Konjunkturpaket Teil war oder in der öffentlichen Diskussion, aufpassen, dass die Zivilgesellschaft auch auf die Beine kommt und auch weiter liquide ist und weiter aktiv sein kann. Wir nehmen das schon für selbstverständlich, dass wir zwar einen durchaus ganz starken Staat haben, der viel kann, aber dass wir auch die Zivilgesellschaft nutzen können. Bei der starken Zunahme der Fluchtbewegung im Herbst 2015, 2016, da war es zu ganz wesentlichen Teilen zivilgesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement, was es ermöglicht hat, dass der Spruch von Merkel für die erste Phase, wir schaffen das, durchaus funktioniert hat. Ja. Und auch jetzt sind immer noch sehr viele zivilgesellschaftliche Akteure dabei, sich dort zu engagieren. Auch in der Corona-Krise haben wir das gesehen und wir verfügen in Deutschland zum Glück da über eine Landschaft von Organisationen, die auch im Nachhaltigkeitsbereich Wahnsinniges leistet und die aber hier in dieser Diskussion ums Corona-Paket sehr wenig bedacht wurde. Das zweite ist der ganze Bereich Bildung und Weiterbildung. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil wenn wir sagen, wir wollen eine wissenschaftsbasierte Politikentscheidung oder Entwicklung fördern, weil wir sie brauchen, dann brauchen wir die in der Demokratie natürlich mit Akzeptanz. Und das werden wir nur hinkriegen, wenn wir auch in der breiten Bevölkerung von dem Bildungsniveau her in der Lage sind, diesen Diskurs zu führen mit der Bevölkerung und nicht nur mit den Wissenschaftlern und das zu vermitteln. Es ist auch wichtig, weil die Krise der Zukunft unklar ist und ich nur mit einer guten Bildung und Ausbildung in der Lage bin, auf unsichere Situationen neue Antworten zu finden. Und es ist wichtig, weil wir nur so in der Breite die Anzahl und die Vielfalt von Kompetenzen haben werden, dass wir die richtigen Kompetenzen mit dabei haben, wenn die unbekannte nächste Krise kommt. Und der letzte Punkt ist eine Verantwortungskultur, die wir noch stärker brauchen. Wir haben sie auch jetzt schon, fand ich, eigentlich sehr positiv in der Corona-Pandemie gesehen. Wir haben aber auch Unternehmen gesehen, die, sagen wir mal, zweifelhafte Interpretationen von ihrer Verantwortung haben. Das muss sicherlich noch weiter gestärkt werden. Ich fand es trotzdem sehr positiv zu sehen, wie die Politik tatsächlich das Gemeinwohl in den Vordergrund gestellt hat, das mit Mut kombiniert hat und vorangegangen ist. Und das ist sicherlich was, was wir für Krisenresilienz auch brauchen. Was wir tun sollten, da komme ich zurück zum Anfang, ist, dass wir die Perspektivöffnungen, die sich uns geboten haben, dass wir die nutzen, dass wir nicht den Gang weiterrennen, sondern dass wir die Abzweigung nehmen. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, in den sechs Feldern, die ich am Anfang aufgezeigt hatte, ist in jedem Einzelnen gibt es Ansatzpunkte, in die Kerbe zu hauen, in der Argumentation, im Diskurs immer wieder das hervorzuheben, die Parallelen aufzuzeigen, Bilder anzubieten, damit Leute mitgehen und sehen, stimmt, in der Corona-Pandemie und Krise war das für uns ein Leitprinzip, das hat Sinn gemacht, warum sollte das hier nicht genauso sein? Dazu gehört, wie gesagt, die wissenschaftsbasierte Politikberatung und Entwicklung ist für uns natürlich selbstverständlich das Vorsorgedenken oder auch das Denken in zeitverzögerten und exponentiellen Wirkungen. Und wir sollten gucken, dass wir die positiven Entwicklungen, die wir gesehen haben, für eine nachhaltige Entwicklung verstetigen. Das geht in Richtung von dem, was ich vorhin sagte, das Erfahrungslernen mit den Pop-up-Bike-Lanes oder der anderen Gestaltung des städtischen Raumes, mit dem weniger schnellen Konsum, oder genauso, was die Wertschätzung der Warenträgerinnen und Träger unserer Gesellschaft angeht. Letzte Folie, und das ist mir natürlich persönlich nicht überraschenderweise auch ein wichtiges Anliegen, ist die globale Dimension. Wichtig, ob wir nach der Covid-19-Krise in Richtung einer Nachhaltigkeit unterwegs sind und da entsprechend besser aufgestellt sind, als wir reingeraten sind, wenn wir rauskommen, hängt davon ab, wie die vielen anderen Länder der Welt sich aufstellen. Denn das ist
in dem Kontext, in dem wir im Diskurs im Moment sind, fast schon nochmal wichtig hervorzuheben. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Das mag man, wenn man die Zeitungen liest und das Fernsehen schaut, im Moment gar nicht glauben, weil es seit der Corona-Pandemie nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt einen sehr, sehr starken Fokus aufs Lokale, Nationale, maximal noch Europäische wieder gab. Und wir sind auch nicht die mit den meisten Produkten und wir sind auch nicht die mit den meisten Menschen. Das heißt, wenn der Rest der Welt, die in der gleichen Situation sind wie wir, wo sie sich entscheiden müssen, wie sie ihre Konjunktur wiederbeleben, die falschen Entscheidungen treffen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, nicht nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster verstetigen, aus einer Sorge vor den Möglichkeiten, die sie hätten, um in einen nachhaltigeren Weg zu gehen oder aus einer Sorge, dass ihnen die kurzfristigen Probleme über den Kopf wachsen, dann werden wir die Nachhaltigkeitstransformation nicht hinkriegen. Meistens wird der Globus gezeigt als ein Bild, schwarzes Drumherum, leerer Kontinent mit ein bisschen Wasser drauf im Weltall, um zu zeigen, das sind unsere planetaren Grenzen. Das ist wichtig und richtig. Was ich an diesem Bild heute hier wichtig finde, ist, dass es zwei Hände sind, denn genauso wichtig wie die Grenzen unseres Kontinents und unseres Globus vor allen Dingen, ist die Frage, was wir auf ihm und aus ihm machen. Und das tun wir mit unseren Händen und Köpfen. Und das sollten wir im Vordergrund haben, wenn wir jetzt überlegen, wie wir mit dieser Pandemie und dem Recovery umgehen. Und dafür müssen wir viel stärker die internationale Perspektive mitdenken, als wir das bis jetzt getan haben. Und das ist kein Appell nur an die Politik, sondern das ist ein Appell auch an die Ökoszene und auch an uns selbst, da Antworten zu liefern, weil einfach ist das nicht. Vielen Dank.